Moin, herzlich willkommen hier zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map in der Version 1.7, nicht 1.4, ich wollte gerade 1.4 sagen. Habe ich eigentlich gestern 1.4 oder 1.7 gesagt? Weiß ich gar nicht. 1.7 natürlich, ohne Gräben. Und wir sind dabei, die letzten Felder zu säen. Sprich, Feld 9 und Feld 12 sind wir jetzt gerade angefangen. Feld 8 noch nicht. Und dann sind wir noch dabei, das Grasfeld 7 zu säen. Da müssen wir eigentlich bald fertig mit sein. Ich kann mal mich durchsteppen in den Xerion. Dann sehen wir es ja, wie weit wir da sind. Ja, wie ich sagte, wir sind bald fertig. Sprich, eine Bahn noch. Und dann haben wir das auch. Die machen wir traditionell wieder Rüben. Können wir ja schon. Und dann können wir endlich das Fruchtwachstum wieder einschalten, weil wir das gemacht haben. Dann, was macht er da? Einfach einstellen. Nächsten passenden Wegpunkt. Fertig. Müssen wir eh gleich nochmal eben rüberfahren. Seht gar nicht. Ganz strange. Okay, der Vario hat schon wieder durchdrehende Reifen. Gucken wir uns den doch mal an. Ah, der ist nicht. Ist nicht optimal mit den. Mit den Zwillingsreifen. Das ist auch nicht schlimm. Wir können ja ein bisschen eingreifen. Ja, ich weiß, ihr braucht nichts sagen. Hätte die Zwillingsreifen auch abmontieren können. Habe ich aber nicht. Ärgert mich, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann schon, ich will jetzt zum Shop fahren, aber jetzt für dieses eine Feld. Mann, ey. Jetzt nervt es mich doch ein bisschen. Nächsten passenden Wegpunkt. Schön. Ah, hier gleich kein Saat mehr. Der Case Optum, der macht's gut. Der wödelt da vor sich hin. Xerion fahre ich dann jetzt gleich auf Feld 8. Da habe ich ihn schon überkriegt. Da war er. Ja. Ich fahre etwas. Kurs löschen. So, wegmachen. Dann richtig. Und die andere Seite sah ganz gut aus. Nicht recht im Sinne. Ich
Ja. Ich glaube, so viel Raps, wie wir hier jetzt kriegen, kann man nie wieder verarbeiten. Wobei, man weiß es nicht. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Feld 8. Den Überladewagen hole ich später hinterher. Ah, Feld 8 ist ja auch noch so ein Feld, was eigentlich gar nicht so, so optimal ist für Frühlingsserien, aber naja. Egal. Oh, muss auch mal rausgucken. Bei Crossplay-Kurse geht das nicht so optimal. Ersten Wegpunkt. Beginnen am nächsten passenden Wegpunkt. Und schon geht's. Wie lange? Ja, wir haben immer noch nicht, selbst die Neuerung außer 1.6 haben wir noch gar nicht alle betrieben. Unglaublich. Bei 1.7 haben wir zumindest schon mal die Bienenkorbproduktion in Betrieb. Vorne. Die läuft schon ein wenig. Ah, ist gerade halb voll. Hat aber auch noch Rohstoffe. Läuft so vor sich hin, den können wir vorsichtig mal auf Autoload schalten. Ah, das war ja klar. Der macht das hier. Finde ich sehr gut. Ja, wo sind wir denn? Da sind wir. Ja. Oh Mann. Sah so gut aus. Du bist so gut hier rumgefahren und hast dann den Rückwärtsgang eingeschaltet und dann hast du es alles versammelt. So unfassbar. Okay.
und ein bisschen Saatgut holen. Waren wir stehen geblieben? Da vorne. Ja. Weiter geht's. Und der Xerion hat wieder durch die Wände reifen. Hängt er wieder irgendwie in der Luft. Ja, der darf auch mal leer sein, klar. Einmal voll machen. Ist ja jetzt auch egal, aus welchem Anhänger. Ich war richtig und bin dann zu dicht reingefahren. Unglaublich. Auf Shopping-Tour gehen, was Felder angeht. Ob wir das jetzt heute noch schaffen? Nee, heute schaffen wir es nicht. Das mache ich erst, wenn wir alle Felder angesehen haben, nur Fruchtwachstum aktiviert haben. Dann überlege ich mir, welche Felder wir noch kaufen. Ob wir noch Felder kaufen? Das schauen wir dann mal. Als ob ich es im Gefühl hatte. Ich soll einfach mit diesen großen Maschinen das nicht mehr machen.
So, und schon geht's hier weiter. Hightower geht das weiter, wie man so schön sagt. Wir beobachten das mal. Ja. Wenn's euch gefallen hat, ihr kennt das, ne? Kommi, Abo, Like. Freue ich mich tierisch. Und wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht, freue ich mich auch. Ja, und in diesem Sinne sage ich erstmal ciao. Morgen gibt es 2 Ausgaben. Und Sonntag natürlich auch. Ja, wie ich schon sagte, ciao.